Guten Abend alle zusammen und herzlichen Dank für die Einladung von CMAT. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich als doch eher älteres Semester für so ein junges Thema, denn Ultraschall in der Präklinik ist doch ein eher jüngeres Thema, sonst absolut schon viele, viele Jahre weit verbreitet, dass ich zu diesem Thema zu euch sprechen darf. Mein Name ist Barbara Schild. Wie Kai schon gesagt hat, ich arbeite im Tessin. Ich bin leitende Ärztin von Trevalli Socorso und Crocevelli Bellinzona. Und sonst von Haus aus sozusagen bin ich Anästhesistin, im speziellen Kinderanästhesistin. Ich habe zu diesem Thema absolut keine Interessenskonflikte, einzig vielleicht meine Passion, die ich euch gerne etwas weitergeben möchte. Warum Point of Care Ultraschall in der Präklinik? Ultraschall ist von wachsender Bedeutung für die präklinische Notfallversorgung und wird immer mehr in der Präklinik angewendet. Die ortsunabhängige Bildgebung in Echtzeit kann maßgeblich dazu beitragen, die Zahl möglicher Differentialdiagnosen zu reduzieren und in kürzester Zeit die adäquate Therapie einzuleiten und das geeignete Spital auszuwählen. Davon profitieren sowohl Unfallopfer mit schweren thorakalen und abdominellen Verletzungen, ebenso wie Patienten mit kardiozirkulatorischen oder respiratorischen Erkrankungen. Ziel des präklinischen Ultraschall ist es aber nicht, die organbezogene, fachzentrierte Ultraschalldiagnostik im Spital durch den Radiologen zu ersetzen, sondern in zeitkritischen Notfallsituationen zu helfen, wegweisende klinische Entscheidungen zu fällen und damit die Morbidität und Mortalität unserer Patienten zu verringern. Die präklinische Notfallsonographie kann auch dazu dienen, gezielte Punktionen wie eine Thorakozentese durchzuführen, eine Tubuslage zu kontrollieren oder zum Beispiel mit Hilfe eines Fascia-Iliaca-Blockes eine effiziente Schmerztherapie mit wenigen Nebenwirkungen zu ermöglichen. Es gibt verschiedenste Algorithmen für den Einsatz der Notfallsonographie. Ganz wichtig ist für jeden Algorithmus, den wir benötigen in der Notfallsonographie, dass er fokussiert, prozessproblemorientiert und hocheffektiv sein muss. Wir leben in einer hochmodernisierten, technologisierten, digitalisierten Welt. Und was gestern noch ein Hype war, ist heute möglicherweise schon veraltet. Und es spielt gar keine Rolle, wie alt wir sind. Wir müssen mithalten. Denken wir doch nur einmal an unser Nattel. Oder wer hat denn heute noch ein Nattel? Wir besitzen heute alle ein Smartphone. Und ohne ein Smartphone könnten wir heute ja nicht mehr mal ein Zugsbillett kaufen. Und wenn es notwendig ist, können wir unser Smartphone auch als Bildschirmgebung für unseren Ultraschall benötigen. Vor einigen Jahren wäre es ja noch gar nicht möglich gewesen, das Ultraschallgerät zum Patienten hinzubringen. Wir mussten den Patienten zum Ultraschallgerät bringen. Ein solches Gerät hätte ja in einer Ambulanz überhaupt keinen Platz gehabt. Doch wenn wir heute schauen, in den letzten Jahren hat die Technik so große Fortschritte gemacht, dass diese Handheld-Geräte, die wir heute zu vernünftigen Preisen kaufen können, wenn wir denken, früher hat so ein Ultraschallgerät 35.000, 40.000 Franken gekostet. Und heute können wir solche Ultraschallgeräte, wie ihr hier seht, und davon gibt es noch viele, viele andere, bereits für 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Franken kaufen. Und dann, wie gesagt, ans iPad anschließen, ans iPhone anschließen. Diese zwei Bedingungen, die technologischen Fortschritte und die finanzielle Möglichkeit, hat den Ultraschall erst möglich gemacht in der Präklinik. Dank diesen zwei Errungenschaften konnten wir ein neues Kapitel in der präklinischen Notfallmedizin eröffnen. Der Point of Care Ultraschall in der Präklinik. Und wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, arbeiten wir mit Algorithmen. Dies ist wichtig, denn das sind wir gewohnt als Präkliniker. So haben wir verschiedene Kapitel, Unterkapitel, die wir eigentlich Algorithmen nennen. Beginnen wir einmal mit dem FEAL-Algorithmus, mit der fokussierten echografischen Evaluation bei Life Support. Schon 2012, wenn wir schauen, und es gibt auch schon ältere Publikationen, konnten herausfinden, dass die Herzaktivität einen prädiktiven Wert hat,
wie ein Patient nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand überleben kann. Wenn ihr schaut, im 2015 wurde im Circulation bereits einmal erwähnt, Ultrasound may be applied to patients receiving CPR. Maybe. Das war noch sehr, sehr, sehr vorsichtig. Im Jahre 2020 ging das dann schon ein bisschen direkter. Recognizes the increasing role of point of care Ultrasound, Focus. Aber auch hier noch etwas vorsichtig. Woher rührt diese Vorsicht oder hat diese Vorsicht gerührt? Es wurden Studien durchgeführt und dort wurde erkannt, dass Ultraschall bei der Herz-Kreislauf-Reanimation zu Verzögerungen in der Herz-Kreislauf-Massage führen kann. Das musste natürlich behoben werden. Es gibt mehrere Studien. Eine bekannte Studie war der Recent Trial. Die wurde in Amerika und in Kanada mit ca. 800 Patienten mit PEA, mit pulsloser elektrischer Aktivität oder Asystolie durchgeführt. War eine protokollgesteuerte Beobachtungsstudie. Die hat geschaut, wie das Überleben bis ins Spital aussieht bei den Patienten, die eine Herz-Kreislauf-Massage erhalten haben. Und das, was uns natürlich vor allem interessiert, die Entlassung aus dem Spital. Wenn wir schauen, 33% der Patienten zeigt eine Herzaktivität mit dem Ultraschall, 51% hatten ein ROSC. 67% der Patienten zeigte keine Herzaktivität, davon hatten nur 14% eine ROSC. Wenn wir schauen, wie viele Patienten das Spital verlassen konnten, 3,8% der Patienten mit Herzaktivität konnten das Spital verlassen und nur 0,6% der Patienten ohne Herzaktivität konnten das Spital verlassen. Wir sehen, dass die kardiale Aktivität, die wir mit dem Ultraschall sehen können, war eine der besten Variablen, die für ein gutes Outcome bei einer Herzdruckmassage stattfinden konnte. Was man auch gesehen hat in dieser Studie ist, dass der Pulscheck nicht wirklich optimal ist. Sehr oft spürt der Retter, die Retterin den eigenen Puls und nicht den Puls des Patienten oder spürt keinen Puls, obwohl einer vorhanden wäre. Das sind sehr interessante Studien, sehr interessante Resultate. Doch das Problem der Zeit haben wir damit noch nicht gelöst. Gaspari hat dann diesen Algorithmus angepasst und hat das Pre-Pause-Imaging eingeführt. Was heißt das? Der FEEL-Algorithmus wurde so angepasst, dass man diesen ohne verlängerte Unterbrechung der Herzmassage durchführen kann. Der Schallkopf, der wird bereits während der laufenden Reanimation am Patienten aufgesetzt, damit man während des kurzen Rhythmuschecks so schnell wie möglich einen subxyphoidalen Vierkammerblick erhält. In dieser Phase sollte man Ventrikel, Vorhöfe und Klappe visualisieren, um mögliche reversible Ursachen zu detektieren und die Wandbewegungsanalyse durchzuführen. Dank dieser Anpassung, also den Ultraschall bereits während der Herzdruckmassage aufzusetzen, konnte gezeigt werden, dass die Verzögerung von 21 Sekunden auf 11 Sekunden verkürzt werden konnte. Und damit entspricht dies fast den geforderten 10 Sekunden, welche vom Resuscitation Council von AHA gefordert wird. Also dank dieser Anpassung konnte ein großer Erfolg erzeugt werden. Und wenn wir schauen, Resuscitation 21, wurde dieser Artikel geschrieben, Echocardiography during cardiac arrest, time to incorporate into ACLS. Wir werden es sehen in den nächsten Richtlinien. Gerade kommen wir zum nächsten Protokoll, das Blue Protocol. Das haben wir etwas umgenannt. Das heißt eigentlich Bedside-Lung Ultrasonography in Emergency. Wir haben es in Blue Protocol umgenannt, das Pre-Hospital Lung Ultrasonography. Auch hier liegt ein großes Potenzial. Die akute Dyspnoe stellt eine häufige Einsatzindikation dar in der Notfallmedizin.
In diesem Blue-Protokoll oder Blue-Protokoll von Liechtenstein kann man die akute Atemnot in zugrunde liegende Pathologien einteilen. Und zwar möchte ich euch das einmal ein bisschen erklären, dass ihr seht, wie so ein Algorithmus, ein solches Protokoll für die präklinische Ultraschall aussehen kann. Schauen wir uns einmal hier das Lungenbild an. Wir sehen hier einen Lungenultraschall. Wenn ihr das genau anschaut, haben wir hier die Rippen, haben wir den Schatten der Rippen. Diese zwei schwarzen Strahlen sind die Schatten der Rippen. Oben die weiße Linie ist die Pleura. Die Pleura besteht aus der viszeralen und parietalen Pleura, die sich gegeneinander verschieben im bewegenden Bild. Und dazwischen, zwischen diesen zwei schwarzen Strahlen, welche die Schatten der Rippen sind, ist das Lungengewebe. Wie vorhin gesagt, wir sehen oben die Pleura, rechts und links am Rande seht ihr nochmals die Rippen mit dem Schatten, in der Mitte das Lungengewebe und das Spiegelbild der Pleura, welche wir A-Linien nennen. Sehr, sehr gut zu erkennen. Als erstes schauen wir, gleitet die Lunge, also diese Pleura, diese viszerale und diese parietale Pleura, gleiten die aufeinander? Wenn ja, wenn ihr rechts auf dem Protokoll schaut, Present, ja, das gleitet. Schauen wir, was wir ein Profil haben. Ihr seht hier ein A-Profil mit A-Linien, ohne Flüssigkeit in der Lunge. Dies ist eine gesunde, gut belüftete Lunge. Schauen wir dieses Bild an, sehen wir oben wieder die Pleura, rechts, links die Schatten der Rippen und dann sehen wir eigentlich solche wie Sonnenstrahlen, die durch den Nebel fallen. Das ist kein A-Profil, das ist ein B-Profil. Und ihr seht rechts, wir gehen zum B-Profil. Und wo kommen wir hin? Es ist, upala, da kommen wir zu der Diagnose des Lungenödem. Es hat Wasser in der Lunge. Wie können wir dies nun in der Praxis anwenden? Schauen wir uns das einmal an. Wir haben das inkorporiert in unsere eigenen Algorithmen. Das ist von Trevally-Socorso. Wir haben diesen Algorithmus so angepasst, dass er für unseren Zweck dient. Wir schauen genau wie vorher. Schauen wir nur ein Teil an, damit es nicht zu kompliziert wird. Wir schauen wieder das Lungengleiten an. Sliding Pulmonare. Ja, sieh, das ist vorhanden. Haben wir B-Linien, wenn wir schauen, ja, wir haben B-Linien. Dann kommt dort ein Zwischenstück, das ist die Konsolidation, lassen wir einmal weg, das würde für eine Lungennutzung sprechen, aber wir haben hier keine Konsolidation, wie ihr seht, das sind reine B-Linien, wie wir sie vorhin schon gesehen haben. Und dann kommen wir zu unserem Algorithmus 8 oder 19. Was heißt unser Algorithmus 8 ist nicht invasive Beatmung. Dieser Lungenultrasound dauert ungefähr 2, 3 Minuten, um diesen durchzuführen. Wir haben sehr abgelegene Gebiete in Trevally und für das ist es für uns ganz wichtig, dass wir Patienten schon gut vorbehandeln können. Kommen wir zum wohl bekanntesten Protokoll, mit welchem die präklinische Notfallsonographie mehr oder weniger begonnen hat, dem FAST, beziehungsweise dem E- oder P-FAST. Also es hat alles mit dem FAST begonnen, Focused Assessment with Sonography for Trauma. Es wurde mit dem E erweitert, extended. Wenn ihr unten schaut, das E ist für den Lungenultraschall. Dort können wir noch den Pneumothorax einschließen oder ausschließen, deshalb E-FAST und das P steht für Pre-Hospital. Auch hier sehen wir schon 2006 beschrieben, also nichts wirklich Neues. Für das Trauma, das wichtige Ziel der präklinischen Traumaversorgung ist es, den Patienten so schnell wie möglich erst zu versorgen und dann in das eigene Traumacenter zu bringen. Der hämorrhagische Schock ist neben dem Schädel-Hirntrauma die Haupttodesursache beim polytraumatisierten Patienten. Das ist deshalb ganz wichtig, dass wir freie Flüssigkeit möglichst schnell erkennen können. Schauen wir uns das mal an. Das erste Bild, wenn ihr schaut, die
ganz, ganz links, der subkostale Blick aufs Herzen. Und ihr seht rechts, wie das aussehen sollte. Wir sehen sehr gut die vier Kammern, links oben die Leber und rundherum alles schön weiß abgebildet. Also hier haben wir keine Flüssigkeit. Flüssigkeit zeigt sich immer schwarz. Das ist der subxiphoidale Vierkammerblick. Um auszuschließen, dass ein Perikarderguss vorhanden ist oder sonst eine Blutung. Hier ein Bild der Vena Cava Inferior. Das Schwarze ist die Vena Cava, welche gut gefüllt sein sollte. Wenn die zu fest kollabiert, heißt es, der Patient hat einen Volumenmangel. Kommen wir zum dritten Bild. The right upper area, the Morrison pouch. Das Gebiet zwischen Lunge und Niere. Auch dort sehen wir sehr schön keine Flüssigkeit zwischen der Lunge. Eins ist Lunge, zwei ist Niere und drei ist der Morrison pouch. Keine Flüssigkeit dazwischen. Dann gehen wir auf die nächste Seite, auf die linke Seite. Dort haben wir die Milz oben, wir haben die linke Niere und dazwischen den Collar Pouch. Dieser Name ist ein bisschen weniger bekannt, der Collar Pouch. Aber auch dort die Region zwischen Milz und Niere. Auch hier keine Flüssigkeit vorhanden. Dann schauen wir noch die Blase. Die Blase sehen wir schön flüssigkeitsgefüllt schwarz. Unten, das ist Bild einer Frau, sehen wir den Uterus und den Douglas Pouch. Auch hier keine freie Flüssigkeit vorhanden. Auf das Bild der Lunge komme ich nachher noch einmal zu sprechen. Wenn wir das noch einmal kurz anschauen, ihr habt es jetzt einmal gesehen, noch ein bisschen vergrößert. Wenn wir links anfangen, haben wir Leber, Niere, Morrison Pouch. Beim B-Blick haben wir Vierkammerblick des Herzens, auch wieder dort kein pathologischer Befund. Unten beim C haben wir die Milz, S wie Spleen Milz, die linke Niere und den Collar Pouch, auch dort keine freie Flüssigkeit. Und genau wie beim D im Douglas, dort wo die dreieckigen Pfeile sind, keine freie Flüssigkeit. Auch dieses FAST ist relativ schnell durchzuführen. Wenn wir jetzt nun mal pathologische Befunde anschauen, dass ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, wie das aussieht. Hier linke Seite ein Vierkammerblick. Da sieht man die beiden Kammern, die beiden Vorhöfe. Und rechts so eine Sichelmond. Das ist ein Erguss. Das sollte dort nicht sein. Das ist ein Perikarderguss. Wenn wir dann rechts schauen, haben wir wieder die Leber, haben wir die Niere und dazwischen haben wir freie Flüssigkeit im Morrison Pouch. Genauso wie das Bild unten. Auch dort haben wir die Leber, die Niere und freie Flüssigkeit im Morrison Pouch. Sehr gut zu erkennen. Gehen wir zu einem nächsten, zum RUSH Exam, Rapid Ultrasound for Shock and Hypertension. Wir arbeiten ja in der Präklinik sehr viel mit Akronymen. Das haben wir als Notärzte, Rettungssanitäter und alle Personen, die im Notfallwesen arbeiten, sehr gerne. Und hier im RUSH haben wir das HIMAP, HIMAP. H steht für Heart. Ihr seht rechts die Orte, wo man den Ultraschall aufsetzt. Beim Herz schauen wir wie vorher, ob Flüssigkeit vorhanden ist, auch ob das Herz gut pumpt, die Herzaktivität genügend ist. IWC haben wir wieder die Vena Cava Inferior. Ist sie gut gefüllt oder kollabiert sie? M Morrison Pouch haben wir vorhin gut gesehen, gehört auch zum RUSH beim Schock. Dann haben wir hier noch, was dazu kommt, ist die Aorta. Die ist nicht immer so einfach zu erkennen, vor allem natürlich bei eher festeren Patienten mit Obesitas. Dort ist es relativ schwierig, die Aorta einzusehen, aber bei mageren Patienten, so wie das Bild, welches wir hier sehen, sieht man das sehr gut. Und P, Pneumothorax, Spannungspneumothorax oder auch dort hat es Effusionen, haben wir einen Erguss, auch dort
möglich zu sehen. Unser Rush-Exam for Shock. Auch hier, damit der Patient möglichst schnell ins richtige Spital gefahren werden kann und dass wir sofort die ersten Maßnahmen ergreifen können. Schauen wir weiter. Jetzt haben wir verschiedene Algorithmen gesehen. Wir haben den FEAL-Algorithmus gesehen bei der Herzwiederbelebung. Wir haben den EFAST gesehen fürs Trauma. Wir haben das Blue-Protokoll gesehen für die Lunge. Und wir haben RUSH gesehen für Schock und Hypotension. Jetzt schauen wir uns noch dieses Bild an. Wenn ihr darauf schaut, was seht ihr? Und was ist rechts und links verschieden? Rechts haben wir die Trachea, T wie Trachea, sieht man sehr schön, mit dem Knorpel oben. Und wenn wir auf den Pfeil schauen, ist das der Ösophagus. Wenn wir das linke Bild anschauen, sieht der Ösophagus eigentlich wie eine verkleinerte Trachea aus. Wir haben eigentlich eine Double Trachea, wenn wir das anschauen. Was könnte das heißen? Wir wissen, dass die Intubation im präklinischen Setting nicht immer einfach ist. Es gibt immer wieder Fehlintubationen und es ist nicht immer einfach, diese sofort zu erkennen. Manchmal ist das CO2 funktioniert nicht gut, es kann nicht schnell aufgesetzt werden, es gibt nicht richtige Werte. Heute ist CO2 eigentlich Pflicht, aber nicht immer. Es braucht auch eine gewisse Zeit, bis es misst. Und so gibt es auch die Möglichkeit, eine richtige Intubation mit dem Ultraschall sehr schnell zu erkennen. Auch dafür gibt es eine Abkürzung, der Tracker Rapid Ultrasound Exam, das TRUE-Protokoll sozusagen. Wenn ihr links schaut, seht ihr die Trachea links und rechts die Double Trachea. Dort ist ein Tubus im Ösophagus. Das sollte so nicht sein. Sehr, sehr schnell zu erkennen. Und wir können, was die Intubation angeht, haben wir noch eine weitere Möglichkeit. Jetzt kommen wir nochmals zu der Lunge. Das ist eine andere Darstellung der Bildgebung. Wir haben alle Bilder, die ihr bis jetzt gesehen habt, die waren im B-Modus dargestellt. Das ist eine andere Darstellung, das ist der M-Modus. Wenn ihr oben schaut, dieses Bild kennt ihr, ihr habt rechts und links wieder die beiden Rippen mit dem schwarzen Schatten und in der Mitte das Lungengewebe. Die weiße Linie oben ist die Pleura. Das heißt, alles, was oberhalb der weißen Linie ist, ist außerhalb des Thorax und alles, was unterhalb der weißen Linie ist, ist innerhalb des Thorax. Und dort, wo wir messen, ist der Strich, der Senkrechte. Dort machen wir dieses M-Modus-Bild und erhalten links das untere Bild. Und wenn ihr das so anschaut und ein bisschen Fantasie walten lässt, dann könnt ihr doch dort ein schönes Ferienbild erkennen. Dieses Bild, diese Darstellung nennt man auch Seashore sein. Extrathorakal ist wie das Meer und der Sandy Beach ist die Lunge, die gut beatmet ist. Das ist eine gut beatmete Lungenseite. Wenn wir dann das rechte Bild anschauen, wir sehen wieder rechts und links oben, sehen wir wieder die Rippen mit dem Schatten. Und wir wollen ja das Lungengewebe anschauen. So messen wir wieder wie vorher senkrecht im Lungengewebe. Dieses Bild sieht anders aus. Dieses Bild sieht ein bisschen aus, wie wenn ich in der Migros einkaufe und dann selbst bezahle. Barcode sein. Diese Lunge ist nicht beatmet. Diese Lunge ist nicht beatmet. Das heißt, wenn ich intubiert habe, besteht die Möglichkeit, dass ich unilateral intubiert habe, gerade bei Kindern sehr häufig der Fall. Die Kindertrachea ist sehr kurz und da landet man sehr schnell einmal einseitig. Da kann man sofort den Tubus zurückziehen und bilateral beatmen.
Oder natürlich, ich habe ösophageal intubiert. Deshalb auch hier, das geht keine Minute, ein paar Sekunden Ultraschall auf die Lunge, beatmen mit dem Ambu und sofort haben wir diese Bilder. Und können sofort handeln, sollten wir unilateral intubiert haben oder ösophageal. Schauen wir die Kombination dieser beiden Bilder an. Wenn wir oben wieder schauen, das kleine Bild rechts und links die Rippen, die weiße horizontale Linie die Pleura, parietal-viszeral, dann unten der schwarze Teil die Schatten der Rippen und uns interessiert wieder das Lungengewebe dazwischen im M-Mode, dann sehen wir sehr schön links Sandy Beach, rechts Barcode sein. Und was ist jetzt hier, wo der Pfeil ist? Was ist dort geschehen? Was ist das für ein Bild? Dies interessiert uns sowohl im Blue-Protokoll zum Beispiel, wie auch im FAST. Das ist eben dieses Extended FAST. Das ist ein Pneumothorax. Und der Punkt mit dem Pfeil, das ist der Lungenpunkt, genau dort, wo der Pneumothorax entsteht. Auch das nicht so schwierig zu sehen, aber für das braucht man ein bisschen Erfahrung. Gut, dann kommen wir noch zu einem anderen kurzen Thema. Es muss ja sich ja nicht immer gerade um lebensbedrohliche Notfälle handeln. Wir sehen hier, ich denke, fast ein alltägliches Bild, ein Schenkelhalsbruch in einer älteren Person oder teilweise auch in sehr alten Personen. Was machen wir? Unser Ziel ist, Patienten mit dem VAS von höchstens 3 ins Spital zu fahren. Und was wir zur Verfügung haben, sind meistens Derivate von Opioiden. Ältere Personen und vor allem sehr alte Personen vertragen Opioide sehr schlecht. Oft kommen sie sehr sediert oder dann auch verwirrt im Notfall an und es braucht längere Zeit, bis sie wirklich wieder gut erwachen. Wäre es nicht sinnvoller, wenn wir einen Fascia-Iliaca-Block machen würden. Diese mit Ultraschall gesteuert ist nicht sehr schwierig zu erlernen. Das würde sicher sehr vielen älteren Patienten helfen, vor allem nachher auch im Notfall diese Patienten zu befragen, zu behandeln, auch für die Angehörigen, die danach dazukommen, dass die Patienten wach bleiben und nicht so verwirrt sind oder sogar sediert. Gut, da komme ich langsam zum Schluss, zur Take-Home-Message. Warum Point of Care Ultraschall in der Präklinik? Weil es heute möglich ist. Lange Zeit war es ja gar nicht möglich. Er war zu teuer, er war zu groß. Dank der modernen Technologie ist er nun ortsunabhängig und zeitnah einsetzbar, bezahlbar und es ist erlernbar. Ich hoffe, habt ihr schon heute mit diesen Bildern einiges erlernen können. Dank fokussierten und prozessorientierten Algorithmen ist eine Hilfestellung für wegweisende therapeutische und klinische Entscheidungen und er vermindert die Morbidität und Mortalität unserer Patienten. Somit bin ich offen für Fragen. Und hoffe, dass ich euch ein bisschen mit dieser Leidenschaft anstecken konnte.